Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von eurem Darky. Ja, ihr seht schon, worum es geht, nämlich um dieses tolle Fahrzeug hier direkt vor uns, um diesen Fendt 800 Favorit. Ein sehr, sehr schickes Modell, selbst jetzt in der Standardausführung, wie wir sehen können, hier mit dieser brachialen Schnauze hier und diesen richtig geilen großen Rädern. Ich glaube, das könnte noch ein super Standardschlepper auf meinem Hof werden, neben dem MB-Truck natürlich. Ja, aber schauen wir uns doch erstmal an, wo wir den hier finden. Einmal Traktoren in unserer Shop-Kategorie. Natürlich, da haben wir ihn schon, den Fendt 800er Favorit. 75.420 Euro kostet dieses gute Stück immerhin. Es hat 50 km/h an Spitzengeschwindigkeit, 370 Liter Kraftstoff hat er natürlich dabei und standardmäßig 165 PS, was nicht gerade viel ist. Kostet dafür aber auch schon 180 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig, ja? Das ist nicht gerade wenig. So, wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, wir klicken einmal und da sehen wir schon, wir haben super viele Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten. Einmal haben wir hier Anhängerkupplung, da haben wir jetzt Standard. Dann können wir auswählen vorderer Anbau und natürlich wieder Standard. Der vordere Anbau kostet schon 7000 Euro mehr. Frontladeranbau können wir natürlich auch auswählen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und wir haben hier, wenn wir den auswählen, 800 Euro mehr. Ist natürlich auch nicht gerade wenig. So, Motorausführung. Haben wir jetzt den guten alten 816er Turboschiff drin mit 165 PS. Und wir tauschen mal aus in den 818er Turboschiff. Kostet schon 8500 Euro mehr und hat 180 PS jetzt, ja. Und wenn wir nochmal gehen, da haben wir den 822er Turboshift für sage und schreibe 17.500 Euro. Leute, was ist hier los? Das ist teuer. Hat dafür aber schon 220 PS und kostet auch schon 232 Euro Unterhalt am Tag. Das ist nicht gerade wenig. So, und wir haben sogar noch eine Stufe höher, den 824 Turboshift für 27.500 Euro mit sage und schreibe 240 PS. 255 Euro und kostet das am Tag. Das ist nicht gerade wenig, ja. Und dann natürlich wieder hier die Standardversion. So, ich lasse mal die aufgemotzte Version. Dann haben wir einmal Hauptfarbe, die gute alte Fendt-Hauptfarbe hier, diese schöne, gute alte Grün. Dann einmal das modernere Grün. Natürlich hier auch Türkis, Schwarz, Blau, Rot, Orange und Löweiß. Alles vorhanden, ja. Also wir haben hier eine breite Palette. Gar nicht mal schlecht. Radsetup haben wir natürlich Standardräder. Dann haben wir Radgewichte, also die sind hinten links und rechts jeweils, glaube ich, eine Tonne dran an den Rädern. Kostet schon 1200 Euro mehr. Und hier Breitreifen natürlich auch vorhanden. 1800 Euro mehr. Und hinten Dual, da haben wir schon 4500 Euro mehr. Zwillingsbereifung 6000 Euro zusätzlich. Das ist ja nicht gerade wenig. So, Felgenfarbe. Felgenfarbe haben wir zur Wahl Rot, Standard oder die schöne Variante, so ein leichtes Weiß-Grau. Dann Schwarzteil ist das Design, also das hier am Auspuff rum gemeint, dieses Gitter. Da haben wir Schwarzteil und wir haben Chromteil. Und jetzt, Achtung, wir haben eine Forest-Version, ja, mit Schutzbügeln, allen möglichen Pipapo. Das schauen wir uns natürlich auch gleich alles an. So. Ich würde mal sagen, wir schnappen uns unser Schminköfferchen, wie wir schon gewohnt sind. Und dann geht das einmal los, konfigurieren, Anhängerkupplung haben wir jetzt natürlich hier Standard. Einmal vorne hier das Standardgewicht vorne drin und natürlich hier, seht ihr ja, alles standardmäßig. Auch hier gar nicht mal schlecht, hier hinten die W-Schalter, um die Hydraulik hinten im Heckbereich zu heben oder zu senken. Ist halt schick gemacht, ja, muss man schon sagen. Auch hier die Verschraubung an den Rückfahrscheinwerfern oder an den Rücklichtern, sehr nice. Man sieht tatsächlich, dass es ein Kreuzschlitz ist. So, ich würde sagen, endlich mal anfangen hier, nicht so viel sabbeln. Wir machen vordere Anbauer, gucken wir einfach mal, da müssten wir müssten wir hier eigentlich hier jetzt, jawohl, jetzt haben wir hier, ihr seht es schon, das Frontgewicht ist weg und wir haben dafür natürlich die Fronthydraulik dran, mit Zugang zur Zapfwelle, zum Motor. Sehr schick, wirklich sehr, sehr schick. So, Frontladeanbau. Machen wir das mal und wir nehmen hier die große Motorausführung, klar, wir brauchen es halt. So, ich würde sagen, Hauptfarbe, da nehmen wir einfach mal hier dieses schicke Türkisblau und dann schauen wir uns das Ganze mal an.
So, ich sehe schon wieder, der ist springfreudig heute. Hier haben wir den Frontladeranbau bzw. die Halterung für den Frontladerarm und hier den Schutz für den Frontlader. Und natürlich auch hier die Farbe Türkis. Ich finde eine sehr, sehr schicke Farbe. So könnte man sagen, man hat eine Special Edition von diesem Turbo-Dingens. Gar nicht mal schlecht. Wirklich gar nicht mal schlecht. Auch hier schön auf alt getrimmt hier. Da ein bisschen Rost dran, da schon der Lack ein bisschen abgegrabbelt. Das gefällt mir doch wirklich sehr, sehr gut. So, wir konfigurieren mal weiter Radsetup. Wir setzen mal die Radgewichte dran. Oder wollt ihr, ach wisst ihr was, wir setzen die Zwillingsbereifung dran. So, Zwillingsbereifung, dann machen wir Felgenfarbe noch weiß. Und zack, da hüpft er einmal quer, weil er sich freut, dass er doppelte Schuhe anhat. Und wir sehen jetzt, ja, Zwillingsbereifung und natürlich mit der Felgenfarbe weiß. Wenn wir mal so gucken, das Weiße passt schon sehr gut hier zu diesem Türkis. Muss ich schon sagen. So, Zwillingsbereifung. Wir haben hier hinten zwei fette Buschen drauf, wie man sehen kann. Auch sehr schick gemacht hier mit der Halterung. Auch hier natürlich sehr schick, wenn man hier mal zwischen die beiden Reifen guckt. Richtig geile Sache. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, nicht denken, hey, zeigst du immer nur eine Seite. Nein, ich zeige auch beide Seiten. Hier ist genauso. Also, hier wurde schon ordentlich gearbeitet. So, wir konfigurieren noch einmal. Und dann nehmen wir jetzt mal die Radgewichte und hier das Schwarzteil. Ja, habe ich euch ja gesagt, das Schwarzteil ist ja hier direkt am Auspuff hier dieses Gitter dran. Ja, dieses Gitter hier, das ist das Schwarzteil. Und ja, es ist tatsächlich nur da am Auspuff. Ich habe auch gedacht, das wäre mit hier rum, hier vorne. Kann sein, dass es in dieser Version jetzt so ist. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich habe selber keine Ahnung. So, Chromteil, zack, zack, kaufen, zack, fertig. Und wir sehen, es ist jetzt tatsächlich hier der Auspuff schön in Chrom. Sieht auch schon mal sehr nice aus. Und natürlich auch hier jetzt vorne der Kühlergrill auch schick in Chrom. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, wir greifen nochmal auf unser Inventar hierzu, auf das Menü. Chromteil und dann kommt sie jetzt, die Forest-Version. Zack, zack. Bäh. So, den schmeißen wir mal in die Ecke, die Brotdose. Und da sehen wir hier schon die Forest-Version. Hier schön mit dem Schutzbügel hier vorne direkt an dem Luftfilter dran. Und hier natürlich auch am Auspuff den Schutzbügel und hier oben drüber den Käfig. Na, das ist doch schon mal sehr gut abgesichert, wenn man tatsächlich mal im Forst arbeiten will. Auch hier hinten. Ich muss sagen, das sieht doch schon mal sehr, sehr schick aus, was hier vor unserer Nase steht. Und hiermit hat man doch, ich finde, ein vernünftiges Fahrzeug für Forstarbeiten jeglicher Art und Weise. So, ich würde aber mal sagen, Moment. So, einmal kurz gehostet. Einmal kurz gehustet. Na, immer noch ein leichter Schnupp in der Jacke. Wir steigen mal ein. Ja, und jetzt nicht einfach Taste E drücken und einsteigen. Nein, wir können nämlich von außen IC benutzen. Und guckt mal hier, zack. Schon ging die Tür auf. Und es geht natürlich auch das Licht innen drin an. Ist das nicht geil? Hm? Das ist doch wohl wirklich geil. Und natürlich können wir das auch wieder schließen. Hier, zack, seht ihr, Licht aus, zack, Licht an, Tür auf. Das ist doch, Leute, das ist eine geile Sache. So, wir steigen mal ein mit der Taste E. Ihr kennt es natürlich. Und da sehen wir schon hier, das Lichtlein leuchtet immer noch munter einher. Und hier auch der Himmel von der Maschine. Sehr, sehr schick gemacht. Geile Textur, muss man schon mal sagen. Geile Textur, zeitgemäß. Passt zu diesem Fahrzeug sehr gut. So, wir machen einmal die Tür zu. So, zack. Einmal daneben gegriffen. Jetzt passt das wieder. Jo, was haben wir hier? Ein Trecker. Richtig. So, bevor wir auf das Innere drauf losgehen, schauen wir uns das Ding erstmal von außen an. Ja, und natürlich hier schön von vorne. Da fangen wir an. Blinker links, funktioniert. Blinker rechts, funktioniert auch. Und natürlich die Warnblinkanlage funktioniert ebenfalls. So, der Typ da drin, ich nenne ihn einfach mal Wilhelm. Muss lange Arme machen, um ans Lenkrad zu kommen. Macht aber nichts. Das ändern wir auch gleich. So, wir schalten mal an. Abblendlicht. Da sehen wir einmal an der Kabine jeweils links und rechts so ein kleines Lämpchen. Und hier vorne die Hauptscheinwerfer für das Abblendlicht, die auch recht hell genug sind, finde ich. Ja, für dieses Modell hell genug. So, mit der Taste Numpad 5 haben wir hier die Möglichkeit, die Arbeitsscheinwerfer zu aktivieren und natürlich auch wieder auszuschalten. Seht ihr das? An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. So, also wir machen es mal an und wir sehen oben am Dach vier Scheinwerfer, an jeder Ecke jeweils zwei. Und nochmal hier zusätzlich unten an der Kabine einen Scheinwerfer auf jeder Seite. Und hier vorne
ändert sich einfach gar nichts. So, das war die Seite. Dann gehen wir mal über das Dach nach hinten, machen wir hier die Alarmtüten mal an und wir sehen, das funktioniert natürlich auch. Zum Glück sind da keine Specklampen, dass es einfach nur Rundumleuchten sind. So, wir haben hier Rücklichter. Sehr schick, Farbe Rot. Na klar, blaue Rücklichter wird noch keinen Sinn ergeben. Funktioniert also auch. Und dann natürlich hier einmal Blinker links und Blinker rechts. Und natürlich Warnblinkanlage. Alles funktionsmäßig. Huch, jo, falsche Taste, ne? So, machen wir mal das Licht aus. Und dann gucken wir mal hier, das Bremslicht funktioniert natürlich auch sehr, sehr schick. Jetzt sind wir ja in der Nähe, gehen wir mal weiter weg und wir sehen, es ist hell genug. Es ist also auch von der Ferne aus sehr gut zu sehen. So, natürlich hat er nicht nur das, sondern er hat auch hinten 4 Arbeitsscheinwerfer. Jeweils einen an der Kabine oben links und rechts und einen unten am Kotflügel über den Rücklichtern links und rechts sitzend. Ja, auch hier hell genug, genauso wie vorne. So, nun aber genug hiervon. Ich würde mal sagen, wir gehen endlich in die Innenansicht und wir schalten mal IC an. So, wir können, jetzt muss ich selber mal spicken, einmal hier oben links, da gucke ich mal nach. Wir können nämlich hier einmal die Tür öffnen, zack, und einmal die Tür, zack, schließen, schön mit Sound. Dann können wir einmal hier mit der Taste das Lenkrad nach unten ziehen und dann macht er hier auch keine langen Arme mehr, wenn man von außen guckt. Und hier haben wir natürlich das Fenster, zack. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass das hier durch den Bügel geht, durch den Schutzrahmen geht, aber kann nicht alles haben. Eigentlich müsste es so gemacht werden, dass es direkt vor den Bügeln dann aufhört und dass die Scheibe nicht weiter aufgeht. Aber mal im Ernst, wenn wir in der Forst sind oder in dem Forst sind, dann macht man hier halt das Fenster nicht auf, weil wir wollen ja keine Äste in die Schnauze kriegen. Na, also verzeiht bitte meine Ausdrucksweise, wir wollen halt keine Äste in das Gesicht kriegen, ja, in Le Gesicht. So, auch hier natürlich mit IC-Steuerung die rechte Tür zu öffnen und natürlich auch wieder zu schließen. Hier oben, das Lichtlein geht auch wieder an und leuchtet uns einher. Auch hier, zack, das rechte Fenster auf und wieder zu. Und wenn wir schon mal hier hinten sind, zack, machen wir doch mal hier die Heckscheibe auf. So, sehr schick, oder? Alleine der Sound, wenn die auf und zu geht, hört mal. Sehr schick. So, natürlich auch hier Fenster links zu öffnen und oder zu schließen. Schiebedach natürlich, auch hier können wir ein bisschen Luft reinkriegen, falls uns mal die Birne etwas dampfen sollte. So, das war's schon mit der IC-Steuerung. Ja, das war's. Ich würde mal sagen, wir schalten einmal das Licht an, erstmal Blinker. Wir haben Blinker angezeigt vorne im Armaturenbrett. Ich habe jetzt die Warnblinker angemacht, links und rechts. Einmal natürlich jetzt der Blinker links, so, und einmal rechts. Also funktioniert tatsächlich. Und ja, leider haben wir nicht die Anzeige, wenn wir die Rundumleuchte anmachen. Finde ich immer noch ein bisschen schade, aber kleine Detailzeit, kein Halt noch kommen, ja? So, das funktioniert schon mal. Ich würde doch mal vorschlagen, wir schalten das Licht an und wir sehen hier die Anzeigen voll beleuchtet. Und zwar ringsrum, zack. Ja, also mehr kann man doch jetzt gar nicht mal verlangen. Das schauen wir uns auch noch an hier. Und zwar am Ende der Mod-Vorstellung, da mache ich dann mal hier, da spüre ich die Zeit vor und dann gucken wir uns das Ganze mal im Dunkeln an, aber sieht schon mal sehr schick aus, da kann man doch mal eine oder andere Nacht arbeiten. So, ich weiß, ihr wollt es hören, die Hupe. Ja, gut. Ich hätte mir eine andere Hupe gewünscht, als immer hier diese Standard-Möbs. Das ist ein bisschen schade, finde ich, gerade für so ein Modell, für so ein schickes Modell. Schade. So. Also, wieder von innen. Wir starten die Maschine. So, und wir sehen auch direkt vorne im Armaturen, im Display. Achtet mal drauf, ich starte nochmal. Zack, habt ihr gesehen? Die Anzeigen werden aktiviert. Sehr schick. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, wir geben Gas. Und da sehen wir auch, in welche Richtung wir fahren. Nämlich das grüne Lämpchen zeigt jetzt nach vorne. Und wenn wir jetzt nach hinten fahren, leuchtet die andere Seite auf. Wir fahren retour. So. Dann wollen wir mal Gas geben hier. Mal gucken, was er drauf hat, der Gute. Also er sitzt schon mal sehr stabil auf dem Boden, das muss man sagen. Hier, Höchstgeschwindigkeit, scharfe Kurve rechts. Das beeindruckt ihn gar nicht. Der neigt sich ein kleines bisschen zur Seite. Seht ihr, das ist aber auch schon alles. Mehr macht er nicht. Und natürlich auch mal von außen.
Ich finde, es ist ein Modell mit sehr viel, sehr, sehr viel Charakter. Ja, dieses Ding hier hat wirklich Art. Ich hätte mir vielleicht noch einen etwas anderen Sound gewünscht, so ein leichtes Fauchen im Motor drin, wenn er Gas gibt. Ja, ist ja alles möglich. Genauso wie die Hupe, die müsste bitte, bitte überarbeitet werden. Ansonsten finde ich dieses Teil hier sehr, sehr schick. Ja, es steht auf jeden Fall sehr gut da. Selbst hier in dieser, ich sage einfach mal, Special Edition Lackierung sieht es auch sehr gut aus. Klar, wir können jetzt auch schwarz nehmen und weiße Räder oder das Standard grün und rote Räder. Ist euch überlassen. Aber ich sage mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Den Link zu diesem Mod packe ich mit in die Videobeschreibung. Einmal kurz durchgucken und zack, ihr wisst, wo ihr das Ding finden könnt, nämlich auf ModHub, ja. Und natürlich wünsche ich euch viel Spaß damit, wie immer. Onkel Knochen am Ende macht es vor. Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins haben solltet. An der Stelle Hallöchen alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Natürlich auch Hallo alle anderen. Freut mich genauso, dass ihr da seid. Dann bis zum nächsten Mal. Zu einer nächsten Mod-Vorstellung. Oder auch irgendwas anderes. Euer Darky.